In Frankreich sind erneut Hunderttausende Menschen gegen die Rentenreform der Regierung auf die Straße gegangen. Das Innenministerium sprach von landesweit 368.000 Demonstranten am Samstag. Laut Gewerkschaft CGT beteiligten sich mehr als 1 Million Menschen am Protest. Die Regierung will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Il y a la réforme de retraite, mais il y a tout le mécontentement qui s'est accumulé et je pense que sans lutter, on n'obtient rien et que c'est important d'être dans la rue aujourd'hui. Derzeit wird das Vorhaben im Senat debattiert. Kommende Woche soll eine Kommission mit Mitgliedern beider Kammern einen Kompromiss erarbeiten. In Paris wurden gut 30 Menschen festgenommen.